das ist eine ca. 20 Watt Röhrenendstufe. Ultra robust gebaut mit relativ wenig Regler, nur die wichtigsten, die man braucht. Volume. Man hat so die Endstufenzerre, geht so bis Crunch. Dann Presence, das ist dann nur dieses, wenn man Lautsprecher korrigieren will, wie grell die britzeln. Macht also beim Dunkeln nichts matschig, sondern nimmt nur den richtigen Bereich hinzu oder weg. So, dann gibt es hier noch ganz leichte Vorwahl-Shapings. Hier werden schon etwas Mitten weggenommen, Tiefmitten. Da kann schon zu matschig klingen. Und jetzt kann man noch mal extra Dreck und Boost machen. So, jetzt ist ja die Philosophie, wie kriegt man trotzdem viele Effekte und Kanäle hin, obwohl das ja nur einkanälig ist. Die simpelste Methode ist, was ich auch schon versucht habe, in diversen anderen Filmen zu erklären. Man stellt den Amp auf einen, auf seinen Lieblings-Crunch-Sound ein. So, und das Cleane, das macht man dann entweder, indem man dann den Tonabnehmer wechselt und die Potis auf die Potis schaltet. Schon praktisch nur durch eine gute Gitarrenelektronik oder alternativen EQ-Pedal kann man schon zwischen Crunch und Clean wechseln. Noch mehr wechseln kann man, wenn man natürlich ein Effektgerät hat, wo alles drin ist. So, wir machen jetzt hier mal. Warte, jetzt haben wir hier wieder diesen Crunch-Sound. Warte, machen wir mal den D-Bender noch. So, jetzt kann man schlagartig einen typischen Clean-Sound machen, wenn man den EQ einschaltet. Den habe ich so programmiert, niedriger Gesamtlevel, mitten aufgeräumt. Jetzt machen wir einfach nochmal Hall dazu, was auch typisch ist für Clean. Und schon klingt es am selben Amp, mit denselben wenigen Knöpfen, hat man völlig anderen Sound. Ganz liebes Clean. Dann wieder Crunch. So, und jetzt für einen Zerrkanal zu simulieren, machen wir einfach einen gut programmierten Overdrive an. Und dann ist wieder ganz wichtig, dass man den Level vom Overdrive genauso zurücknimmt, wie man auch den Level beim EQ zurücknimmt, weil man erstmal das, was der hier selber cruncht, praktisch neutralisieren will, damit man dann ganz unverfälscht nur den Sound des Zerrers hört. Man kann natürlich auch den Level vom Zerrer höher machen. Dann piept es natürlich schnell und entsteht sehr schnell Matsch. Also Crunch. Und jetzt ein richtig geiles High-Gain. Und jetzt machen wir nochmal, eben hatten wir Hall, jetzt machen wir mal die Delay dazu.
Das nicht toll? Wir haben jetzt, gehe ich mal auf meinen Pass, mit einer ganz simplen Röhrenvorstufe haben wir einen super warmen, fetten Crunch-Sound. Dann hat man einen typischen Fender-mäßigen Clean-Sound und auf einmal hat man voll den super modernen Metal-Sound. Und alles hier bei gleicher Einstellung. Das ist praktisch, man kann praktisch auf einen komplizierten Verstärker verzichten und man kann auch auf sein komplettes Pedalboard verzichten, was ich ehrlich gesagt auch ein bisschen albern finde. Um dieses Ding jetzt zu bedienen, gibt es noch von Roland den FC200 MIDI Foot Controller. Das wäre dann praktisch das einzigste Pedal, was man hat. Da kann man die ganze Bank durchrattern, Effekte einzeln an- und ausmachen und noch Expression Pedal ist da noch mit dran. Ja, also man kann das hier im Paket kaufen. Ich habe sogar die Beschreibung aufgetrieben, die fast super vergriffen ist. Hier diese Box. Man muss nicht unbedingt so einen Double Stack haben mit 8x12. Hier hat man nur 2x10. Und es ist trotzdem, hier ist jetzt ein Power Soak. Hat der sogar, ich habe noch einen Power Soak und sonst mit eingebaut. Wenn der aus ist. Das sind gute Lautsprecher, man kommt damit gegen Schlagzeug an, solange man nicht bis zum Ohrenbluten spielt. Da hier ist hinten drin ein typischer Selection Speaker. Ich glaube der G5012S oder so ähnlich. Und der von Jensen, der Falcon, das ist auch ein Lautsprecher von Jensen, der stark in die britische Richtung geht. Man kann die jetzt unterschiedlich mikrofonieren und dann nochmal mehr Feinheiten abstimmen, weil die Lautsprecher alleine klingen alle ein bisschen speziell und langweilig, aber zusammen entsteht da ein komplexer dreidimensionaler Klang, der einfach nur Spaß macht. Ich hätte jetzt fast gedacht, das wird was, was eher nur so für Metal geeignet ist, aber bei den ganzen Sachen, die ich hier eben rumprobiert habe, man kann eigentlich jeden Sound damit spielen. Auch irgendwie Country oder Indie-Musik oder sonst was. Und okay. Dann tschüss, bis zum nächsten Mal.